Sie hat ernst gemacht. Sarah Wagenknecht hat im Januar 2024 ihre eigene Partei gegründet und ihr einfach ihren eigenen Namen gegeben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen Partei 6% einfahren und damit direkt in den Bundestag einziehen. Mit Vernunft und Gerechtigkeit will Wagenknecht enttäuschten Bürgern ein neues Zuhause bieten und eine Alternative zu etablierten Parteien darstellen. Ziele, die wir so auch schon von der Alternative für Deutschland kennen, der AfD. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. In dieser Folge Politbarometer to go fragen wir uns, wofür steht das BSW? Wer würde die Partei wählen? Wie viel Sarah Wagenknecht steckt drin? Wo genau unterscheidet sich das BSW von der AfD? Was taugt hier noch ein altes Rechts-Links-Schema? Obwohl das Bündnis Sarah Wagenknecht noch bei keiner Wahl angetreten ist, sitzen manche der Mitglieder schon im Bundestag und in drei Landesparlamenten. In Berlin, Hamburg und in Rheinland-Pfalz. Das kommt daher, dass sich die Partei vor allem aus ehemaligen Mitgliedern der Partei Die Linke zusammensetzt. Also eigentlich ganz einfach. Wer vorher ein Mandat für Die Linke hatte, hat jetzt die Partei gewechselt. Im Bundestag behalten die Leute ihre Sitze, rücken im Plenarsaal nur ein bisschen weiter nach links. Und wen wollen sie von dort aus erreichen? Ein Blick ins Parteiprogramm zeigt, das BSW richtet sich an Wähler, die von den sogenannten etablierten Parteien enttäuscht sind, will die Interessen der hart arbeitenden Bevölkerung wieder ernst nehmen. Gerechte Löhne, niedrige Energiekosten, ein Ende der sogenannten Wokeness und der Unterdrückung missliebiger Meinungen. Die Ampelregierung habe den Niedergang von Industrie und Infrastruktur verschuldet, das Land an internationale Konzerne verscherbelt und regiere an den Wünschen der Mehrheit vorbei, heißt es. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Ja, wie bescheuert ist das denn? Ganz grundsätzlich findet sich im Parteiprogramm viel Kritik und weniger Konkretes. Die beiden zentralen Parameter der Partei sind Vernunft und Gerechtigkeit. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch und schauen uns an, was das im Einzelnen bedeutet. Zunächst für die Wirtschaft. Die Monopole, wie es heißt, großer internationaler Konzerne wie Amazon oder Microsoft sollen gebrochen werden. Zukunftsfonds und massive Investitionen in Bildung sollen dafür sorgen, dass Zukunftstechnologien wieder made in Germany werden. Die deutsche Industrie müsse als Rückgrat des Wohlstands erhalten bleiben. Höhere Löhne und ein verlässlicher, solidarisch organisierter Sozialstaat stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Der Klimawandel dagegen steht eher weniger im Fokus. Zwar ist vage von der Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien die Rede, aber viel wichtiger scheint dem BSW ein bezahlbarer Strompreis zu sein. Die Partei steht Zuwanderung kritisch gegenüber und fordert eine Begrenzung des Zuzugs, um das Land nicht zu überfordern. Politisch Verfolgte sollen weiterhin Asyl erhalten, aber Migration wird nicht als Lösung für das Problem der weltweiten Armut angesehen. Fluchtursachen sollen vor Ort bekämpft und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden, um die Migration stark zu reduzieren. Außenpolitisch setzt sich das BSW für eine Rückkehr zu mehr nationaler Souveränität ein. Die Partei möchte die Kompetenzen der Europäischen Union reduzieren und stattdessen den Parlamenten der einzelnen Staaten die Entscheidungsgewalt über die Politik ihrer Länder zurückgeben. Das BSW möchte Konflikte nicht mit militärischen Mitteln lösen und lehnt den Einsatz deutscher Soldaten im Ausland generell ab. Das Bündnis fordert eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa, die Russland einbezieht, aber den Einfluss der USA stark reduziert. Überhaupt, Stichwort Russland. Sarah Wagenknecht macht selbst kein Geheimnis aus ihrer Sympathie für Russland und findet es wichtig, dass Deutschland wieder zu einer besseren Verständigung mit Russland zurückfindet. In seinem Manifest erinnert das Bündnis an Zeiten von Willy Brandt oder Michail Gorbatschow, die den Kalten Krieg langsam aber sicher durch Annäherung entspannt haben. Dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, das steht völlig im Hintergrund. Dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, das lehnt die Partei strikt ab. Man könnte sagen, das Bündnis Sarah Wagenknecht wirbelt das klassische Links-Rechts-Schema ordentlich durcheinander. Es will mehr staatliche Kontrolle über die Märkte und einen stärkeren Sozialstaat. Eine ganz klar linke Position. Gleichzeitig bewegt sich Wagenknechts Partei in gesellschaftlichen Fragen wie Identität und Kultur eher rechts der Mitte. Ähnlich wie die AfD beklagt das BSW, dass kritische Meinungen weniger akzeptiert würden. Der Meinungskorridor sei verengt. Die Partei übt Kritik an der EU und fordert, Migration nach Europa zu begrenzen. Alles Positionen, die vor allem von rechten Parteien wie der AfD vertreten werden. Selbst bezeichnet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht als links-konservativ. Politikwissenschaftler wie der Trierer Professor Markus Linden sagen, dass die Partei sich zwar als Hort der Vernunft präsentiert, im Kern aber populistisch agieren würde.
Was bedeutet das, Andrea Woll von der Forschungsgruppe Wahlen? Also populistisch bedeutet dann ja, dass die Partei denkt, sie würde die wirkliche Meinung des Volkes vertreten, sage ich jetzt mal so verkürzt. Und da gibt es sicherlich einige Bereiche, in denen man sagen kann, das macht das BSW, aber ich würde trotzdem lieber von einer Protestplattform sprechen. Denn das ist das, was wir jetzt auch sehen in den Umfragen, dass sie besonders dort eben reüssiert, wo wir großes Protestpotenzial haben in der Bevölkerung. Die Gemeinsamkeiten von AfD und BSW sind nicht von der Hand zu weisen. Beide Parteien ziehen Protestwähler an. Sie lehnen die Politik der sogenannten etablierten Parteien ab, sind westlichen Bündnissen gegenüber kritisch eingestellt und wünschen sich einen stärkeren Fokus auf nationale wirtschaftliche Interessen. Trotzdem gibt es große Unterschiede. Laut ZDF-Politbarometer vom Februar sind für die Anhängerschaft des BSW Inflation und Kostensteigerung sowie die soziale Schere zwischen Arm und Reich die drängendsten Probleme. Für die AfD-Anhänger steht das Thema Asyl, Flucht, Integration ganz oben. 68% der BSW-Anhänger findet die Demos gegen rechts gut. Das ist etwas weniger als die Gesamtheit der Befragten. Ein Verbot der AfD, das von gut der Hälfte aller Befragten abgelehnt wird, halten von den BSW-Anhängern 2/3 für falsch. In der Gesamtheit sehen 72% in der AfD eine Gefahr für die Demokratie bei uns. Bei den BSW-Anhängern sind es 50%. Die BSW-Anhänger sehen die AfD also weniger kritisch als die Gesamtheit der Befragten. Und wo wir gerade schon über sie sprechen, wie müssen wir uns denn die Menschen vorstellen, die mit der neuen Wagenknecht-Partei sympathisieren? Sind das vor allem frühere linken Wähler? Oder doch, wie oft behauptet, AfD-Anhänger oder ganz andere? Worin unterscheiden sich potenzielle Wähler des BSW von der Gesamtheit? Tatsächlich scheinen sie eher pessimistisch auf die eigene wirtschaftliche Lage zu schauen. Im Politbarometer von Februar zeigt sich, während insgesamt 53% der Befragten ihre persönliche wirtschaftliche Lage als gut einschätzen, sagt das nur knapp jeder dritte Anhänger des BSW. Und 49%, also knapp die Hälfte der BSW-Anhänger, glaubt, dass es ihnen in einem Jahr schlechter gehen wird als heute. Das ist im Übrigen ähnlich bei den Anhängern der AfD, von denen sogar 56% glauben, dass sich die eigene Lage verschlechtern wird. Insgesamt glauben das nur 28% aller Befragten. Aufschlussreich ist auch, dass vor allem mögliche Wählerinnen und Wähler des BSW und der AfD finden, dass sie im Leben weniger haben als das, was ihnen eigentlich zustehen würde. Bei Bündnis Sahra Wagenknecht sagen das 42% und der Anhängern der AfD 46%. Von allen Befragten beklagen das nur 26%. Hier trifft der Ton der Parteien wohl auf offene Ohren bei Unzufriedenheit und Enttäuschten. Es gibt einen Punkt, in dem sich die potenziellen Wähler des BSW ganz besonders vom deutschen Durchschnitt unterscheiden: die Haltung zur Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. So hat sich eine Mehrheit von 62% für die Lieferung von mehr Waffen und Munition an die Ukraine ausgesprochen. Bei den Anhängern des BSW sind das dagegen nur 40%. Von den Anhängern der AfD wollen nur 16% mehr Waffen an die Ukraine liefern. Auch wenn es um Russland selbst geht, setzen die Anhänger des BSW mehr auf Beschwichtigung. Gut 60% von ihnen glauben, dass nicht militärische Stärke, sondern politische Zugeständnisse des Westens Putin eher dazu bewegen könnten, weniger aggressiv aufzutreten. Kehren Sie um! Bemühen Sie sich mit Ihren europäischen Kollegen um Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, damit das Sterben in der Ukraine endlich ein Ende hat und Europa nicht in einen dritten Weltkrieg hineintaumelt. Ja, und dabei erhält Sahra Wagenknecht Unterstützung von der AfD. Der Ukraine-Krieg ist bereits im dritten Jahr. Ernsthafte Bemühungen, das verhängnisvolle Blutvergießen mitten in Europa zu beenden, sind nicht in Sicht. Ein Narrativ, das Sahra Wagenknecht gerne bedient, ist: seit dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine fordert sie ein Ende der Sanktionen. Ein Ende des, wie sie es nennt, Wirtschaftskrieges gegen Russland. Dass die wirtschaftlichen Folgen für uns in Deutschland, die gestiegenen Energiepreise, eine Folge der russischen Aggression sind, das sieht Sahra Wagenknecht nicht so. Sie macht die schlechte Politik der Ampelregierung dafür verantwortlich. Wenn die Positionen in so vielen Belangen so ähnlich sind, kann es sein, dass das BSW dann tatsächlich eine Alternative für AfD-Wähler ist? Also eine Alternative zur Alternative sozusagen? Also es ist sicherlich die Chance bei der Anhängerschaft der AfD besonders groß für das BSW, hier auch Stimmen zu bekommen. Bei der Frage, ob man sich vorstellen könnte, bei der nächsten Bundestagswahl das BSW zu wählen,
kann man ja auch sich die verschiedenen Parteianhängergruppen ansehen. Und unter der Anhängerschaft der AfD haben wir den größten Anteil, die sich vorstellen können, auch das BSW zu wählen. Das heißt, hier gibt es durchaus Überschneidungen. Und deshalb, ja, das BSW könnte da durchaus Erfolge erzielen in diesem Bereich, in diesem AfD-Lager. Ja, und dieses Szenario ist gar nicht mehr so weit entfernt, denn schon in wenigen Wochen will sich das BSW zum ersten Mal einer Wahl stellen. Zunächst im Juni bei den EU-Wahlen und im Herbst dann bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Im Februar 2024 hat das ZDF-Politbarometer erhoben, wer das BSW bei der nächsten Bundestagswahl wählen würde. 4% der Bundesbürger sagen auf jeden Fall. 15% könnten es sich vorstellen, ihre Stimme dem Bündnis Sahra Wagenknecht zu geben. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Ost und West. Im Westen haben 3% der Befragten die feste Absicht, das BSW zu wählen. Im Osten sind es schon 7%. 13% der Befragten im Westen halten es für wahrscheinlich, dass sie ihre Stimme dem BSW geben. Im Osten sind es 28%. Kommt das überraschend, Andrea Wolf? Das hat mich eigentlich nicht so sehr überrascht. Also wir haben in den letzten Umfragen des BSW meistens bei so um die 5% gehabt. Und das ist jetzt eine Größenordnung, von der bin ich eigentlich auch ausgegangen, weil das Potenzial auch ein Stück weit vorhanden ist. Denn das BSW profitiert ja auch sehr stark von den Unzufriedenen. Und da wir im Moment ja eine sehr große Unzufriedenheit haben mit der Bundesregierung, gibt es da sehr viel Potenzial, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt schauen wir noch kurz auf das Personaltableau. Wer ist denn noch dabei bei dem Bündnis von Sahra Wagenknecht? Neben der Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali hat die Partei einige mehr oder weniger prominente Köpfe versammeln können. Fabione Masi ist Spitzenkandidat für die Europawahl. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken hat sich zuletzt als entschiedener Gegner von Bundeskanzler Olaf Scholz einen Namen gemacht. In der Cum-Ex-Affäre ließ er nicht locker. Er stattete im vergangenen August sogar Strafanzeige gegen Scholz. Zwar wollte de Masi eigentlich nie wieder für ein politisches Amt kandidieren, aber Grund für seinen Sinneswandel sei die desaströse Politik der Ampelregierung, sagte er. Der Millionär und Investor Ralf Suikert hatte noch nie ein politisches Amt inne, kritisiert aber schon seit längerer Zeit das Steuerdumping großer Konzerne und die geringere Besteuerung Superreicher wie ihm selbst. Vom Bündnis Sahra Wagenknecht erhofft er sich eine Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft, wie sie die Bundesrepublik in den Anfängen prägte, sagt er. Der größte Personalcoup der feindlichen Übernahme à la Wagenknecht war aber wohl sie. Katja Wolf, Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach. Als sie die Linke verließ, bot Ministerpräsident Ramelow ihr gar einen Kabinettsposten in Thüringen an, um sie zum Bleiben zu bewegen. Aber Wolf lehnte ab und will mit dem BSW den Menschen das Vertrauen in die Politik zurückgeben und sich um die Probleme der einfachen Leute kümmern, sagt sie. Und wo wir gerade schon im Osten Deutschlands sind, trotz aller Gemeinsamkeiten, Wagenknecht will sich zwar um die Wähler der AfD bemühen, hat aber eine Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistischen AfD von Björn Höcke in Thüringen nach der Wahl im Herbst explizit ausgeschlossen. Bisher ist im Programm viel Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu lesen, aber nur wenige konkrete Vorschläge, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte. Es geht also in erster Linie ums Dagegensein. Wie vielen Wählern das reicht, wird sich zeigen. Die Frage ist, wie seht ihr das denn? Seid ihr überrascht über diesen rasanten Aufstieg der neuen Partei? Schreibt dazu gerne etwas in den Kommentaren. Und falls ihr noch Zeit habt, klickt gerne mal hier neben mir. In diesem Video haben wir uns mit der Frage beschäftigt, inwiefern die soziale Ungleichheit, die das BSW ja auch vielfach zum Thema macht, eventuell unsere Demokratie beeinflusst. Und direkt darunter findet ihr die gesamte Playlist mit allen Folgen, die wir in der Reihe Politbarometer to go schon produziert haben. Schaut auch da gerne mal rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.